Okay, ist Semen Retention jetzt wirklich gesund oder ungesund? Diese Frage beantworten wir jetzt im Video. Okay, ich weiß, in dieser ganzen YouTube-Self-Improvement-Nische, keine Ahnung was, wird von diesem NoFap Semen Retention geredet. Du willst einfach trocken bleiben von dem hier und allgemein von irgendwelchen Aktivitäten, dass du gar nicht mehr kommst für eine gewisse Zeit. Und dann sagen die, ja, du bekommst mehr Testosteron, deine Muskeln bauen sich schneller auf und Frauen fühlen sich angezogener zu dir und du bekommst bessere Haut oder du riechst besser oder du bekommst eine tiefere Stimme oder keine Ahnung was. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder Leute, die sagen, wenn du für eine längere Zeit nicht kommst, das heißt trocken bleibst, dann kann das auch zu Problemen führen, wie zum Beispiel Prostatakrebs. Und eigentlich können wir das Video so kurz wie möglich halten, denn beides ist irgendwie nicht ganz richtig. Wenn wir jetzt hier ein paar Artikel anschauen, also wenn wir jetzt auf die Seite von Medical News Today gehen, das ist eine englische Seite, okay, wir müssen jetzt auf Englisch lesen, weil ich habe es irgendwie nicht in Deutsch gefunden. Hier wird auch geschrieben, what happens? There is not much scientific evidence to suggest that it's either healthy or unhealthy to hold in semen. If a person does not ejaculate, the body will break the semen down and reabsorb it into the body. Das heißt, übersetzt, es gibt nicht viele wissenschaftliche Beweise dafür, die sagen, dass es gesund ist oder ungesund ist. Wenn eine Person nicht ejakuliert, dann wird der Körper diesen Samen, der gespeichert wird, reabsorbieren und nimmt ihn wieder auf und nimmt ihn in den Körper auf. Das heißt, mit dem Samen, auch wenn wir ihn nicht rausgeben, wird trotzdem er reabsorbiert. Das heißt, deine Eier platzen nicht irgendwann oder so. Dann werden hier ein paar Risiken, ein paar Risks angezeigt. Although there are not usually many risks associated with not ejaculating, some complications can occasionally occur. Also auch wenn nicht viele Risiken aufgezeichnet werden, können ein paar Komplikationen aufkommen. Wie zum Beispiel hier Epididymal Hypertension. Blue Balls. Wir alle kennen Blue Balls, okay? Wir alle kennen Blue Balls. Deine Eier fangen an, ein bisschen weh zu tun. Aber das ist nicht... Es ist temporär. Das passiert manchmal, aber auch nicht immer. Oder auch so ein Risiko ist, wenn du dann Geschlechtsverkehr hast, dann wird es vielleicht, May steht hier, dass du Schwierigkeiten hast zu kommen. Aber ich denke mal jetzt nicht so, dass du dann gar nicht mehr kommen kannst. Es ist dann in der Anfangsphase einfach ein bisschen schwieriger für dich. Aber was hier auch gesagt wird, für Vorteile des Nicht-Ejakulierens, it may increase fertility. Fertility ist deine Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Es wird deine Fähigkeit, Kinder zu bekommen, ankurbeln. Das heißt, wenn du Kinder haben willst, ich zum Beispiel will viele Kinder haben, wäre es gut für mich, weil es kann, es steht wieder nur May da, May, es kann deine Fähigkeit, Kinder zu zeugen, erhöhen. Jetzt kommen wir auch zu einer Sektion Benefits of Ejaculating. Und hier kommt eine Sache, die ich oft gesehen habe. It may help prevent prostate cancer. Es kann helfen, Prostatakrebs zu verhindern. So, und das ist ein sehr großer Punkt, den sehr viele missachten, wenn sie solche Videos sehen. Weil in den Videos wird gesagt, wenn du nicht mehr kommst, wenn du nicht mehr ejakulierst, dann wirst du Prostatakrebs bekommen. Aber das stimmt nicht. Nur weil du nicht ejakulierst, heißt es nicht, dass du Prostatakrebs bekommst, das ist so eine, du machst das und dann bekommst du direkt das. Das ist die Folge darauf. Das ist es nicht, sondern wenn du ejakulierst, dann kann es helfen, es zu verhindern. Weil der Grund, jetzt kommen wir auf eine andere Seite, der Grund, warum du Prostatakrebs bekommst, ist nicht, weil du nicht mehr ejakulierst, sondern wie die meisten Krebsarten, ist es einfach wahrscheinlicher, wenn deine Familienmitglieder es auch haben. Genetisch, es ist erbbar. Und das kommt mit hohem Alter. Wir gehen jetzt auf das Deutsche Krebsforschungszentrum. Und hier wird geschrieben, als Risikofaktoren für Prostatakrebs gelten das Alter, ein familiäres Risiko, die Ethnie eines Mannes und möglicherweise der Lebensstil. Und wenn wir jetzt runtergehen, was wir mit Lebensstil gemeint. Zu den Lebensstilfaktoren gibt es aussagekräftige Daten aus Studien, wie zum Beispiel Fettleibigkeit, Übergewicht und ein vermehrter Konsum von rotem Fleisch erhöht laut einem Bericht des World Cancer Research Fund das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken. Und was heißt das? Wenn du für eine längere Zeit nicht mehr ejakulierst, dann heißt es nicht, dass du unbedingt Prostatakrebs bekommst, Digga. So wie wir auch gesehen haben, es gibt auch keine wissenschaftlichen Beweise, dass es auch die Vorteile gibt. Das will ich jetzt auch nicht sagen, dass du unbedingt mehr Testosteron bekommst. Das habe ich auch nicht gemerkt. Ich bin jetzt 2 Monate darauf. Und ich habe auch keine großen wissenschaftlichen oder körperlichen Eigenschaften bekommen oder Vorteile bekommen. Nein, ich mache es einfach nicht mehr, weil ich es nicht mehr machen will. Also Fazit,
Du kannst deinen Samen so lange halten, wie du willst, wenn es um das körperliche, wissenschaftliche geht. Wenn es um das Mentale geht, dann würde ich dir auch empfehlen, deinen Samen zu halten. Und warum und wie du das hinbekommst, das heißt nicht mehr auch zurückfällst, das siehst du in diesem Video.